Vor ein paar Tagen ist etwas passiert, was mich wirklich schockiert hat. Ich habe das nicht erwartet und ich frage mich die ganze Zeit, wie es weitergehen soll. Uns ist ein wichtiger Sponsor abgesprungen. Ein Sponsor, der mehr als ein Jahr lang unsere Produktionskosten gestemmt hat. Der Grund? Unsere Inhalte sind nicht mehr mit der Kommunikationslinie des Unternehmens vereinbar. Ich weiß ganz genau, was der Auslöser war. Aber viel wichtiger ist jetzt die Frage, was jetzt? Und deshalb mache ich dieses Video. Ich brauche jetzt eure Hilfe, aber dazu später mehr. Vor 2 Jahren habe ich zusammen mit einem Freund Grenzgänger gestartet. Das war ein einzigartiges Konzept. Ich führe meine Interviews mit einer prominenten Person in meinem ganz eigenen Stil, bis ein Überraschungsgast das Set betritt. Zwei Menschen aus zwei unterschiedlichen Welten und viele magische Momente. Alles wie eine Art Experiment, das geglückt ist. 12 Folgen, 1,2 Millionen Aufrufe. Ich habe mir damit einen eigenen Job geschaffen. Und dank YouTube konnte ich mich lange Zeit interviewkünstlerisch sozusagen völlig frei ausleben. Aber davon leben? Noch lange nicht. Ich habe verschiedene Formate ausprobiert auf diesem Kanal, aber es gab ein Format, das hatte ich immer in meinem Hinterkopf. Und ich habe mich einfach nicht getraut, das umzusetzen. Das Format heißt Darf ich fragen? Und das sollten Interviews sein, die einmalig sind. Ein Gespräch vor der Kamera, das nicht nur für die Kamera ist, sondern Mensch trifft Mensch. Und ich stelle dort all die Fragen, die ich mir selbst stelle, die ich mir stellen sollte. Echte Fragen und echte Antworten. Und wir haben jetzt 5 Folgen hochgeladen und die Reaktionen von euch sind unglaublich, irgendwie auch surreal. Aber ich freue mich über jede einzelne Nachricht, die mich erreicht. In jeder einzelnen Folge steckt unheimlich viel Arbeit drin. Nicht nur von mir, sondern von dem ganzen Team, das hinter Grenzgänger Studios steht. Grenzgänger Studios ist für mich nicht irgendeine Firma, die ich gegründet habe mit einem Freund zusammen, sondern das ist ein Traum, der jetzt wahr geworden ist. Ich möchte, wir alle möchten, dass das auch so bleibt. Und daran arbeiten wir jeden Tag. Wir machen den Content, den wir machen. Wir sprechen mit Menschen, mit denen wir sprechen wollen. Kein Sponsor darf darauf Einfluss nehmen. Das, was wir tun, können wir nur tun, wenn wir frei sind. Und weil ich immer mehr das Gefühl habe, dass das bei euch ankommt, dass ihr versteht, was wir hier tun, deshalb wünsche ich mir jetzt eure Unterstützung. Das geht einmalig und individuell, aber das geht auch langfristig. Ihr könnt zum Beispiel Mitglied unseres Kanals auf YouTube werden. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit langfristig. Schon ab 2,99 im Monat geht's los. Es gibt da verschiedene Mitgliedschaftsstufen. Sucht euch eine aus. Wir versprechen euch qualitativen Content, ein Gegengewicht zu all dem, was gerade sonst so auf YouTube passiert. Ich weiß nicht, wie viele Leute das jetzt sehen werden, wie viele mitmachen, aber wir haben wirklich Großes vor und ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, was wir auf Lager haben. Vielen, vielen Dank für euren Support. Okay. Von mir aus sind wir fertig.